Freunde, wir machen direkt weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ihr kennt den Spaß. Edering. Und ich war das letzte Mal hier in diesem Sumpf. Dann hat mich Daniel Schröckert gestört. In diesem sehr, sehr komischen Gebiet, muss ich sagen. In diesem wirklich sehr, sehr komischen Gebiet. Weil hier einfach nichts ist. Weil hier einfach nichts ist. Ich verstehe dieses Gebiet noch nicht. Warum würde man hier in den Norden von diesem Gebiet, Divided Falls, warum würde man hier ein Bonfire reinlegen, wenn hier absolut nichts ist? Das versuche ich noch zu checken. Es ist kein Shortcut, es verbindet nicht andere Bereiche, es ist kein Boss hier, es ist kein spezielles Item, keine Challenge. Es ist einfach nichts. Es ist einfach nichts und ich verstehe es nicht. Wirklich wahr, ich verstehe nicht ganz. Ich kann es mir nur erklären, dass ich irgendwas übersehen habe. Und deshalb, auch wenn es euch nervt, gehe ich nochmal hier hoch. Weil ich einfach nicht wahrhaben will, dass hier nichts ist. Frankfurt! Jawohl! Da sind die Frankfurt-Fans. Es macht einfach keinen Sinn. Wieso habe ich eigentlich... Ach so, doch jetzt weiß ich. Ja, gut. Aber eigentlich bin ich ja mehr der... Also hier haben wir die Rattenproblematik. Vielleicht kann man hier irgendwas Wertvolles... Huch, die habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht kann man hier irgendwas Wertvolles farmen. Und deshalb ist das Bonfire hier. Das kann natürlich auch sein. Ja, Broken Rune wird es nicht sein. Aber irgendwas, ich kenne doch FromSoft, das kann doch gar nicht sein. Irgendwas checke ich hier nicht. Also diese Frenzy-Ratten hier. So, jetzt sind wir hier direkt überm Bonfire. Da unten ist es. Auf der anderen Seite waren wir auch schon. Also hier ist definitiv, da hoch weiß ich nicht. Hier ist nichts. Hier kommt man nicht lang. Pferdchen können wir nicht benutzen. Es ist merkwürdig. Es bleibt merkwürdig. Da oben habe ich eigentlich schon alles abgesucht. Also. Tja. Merkwürdiges Gebiet. So groß, so schön und doch so leer. Aber es ist, wie es ist. So, wir können natürlich hier weitergehen, Richtung Süden. Ich weiß gar nicht mehr, von wo ich kam. Ich meine, ich kam aus dem Süden, aber ich glaube von da links. Also wenn wir dann quasi... Ja, die Typen da hinten, die habe ich auch schon gelegt. Aber vielleicht... Wir haben immer noch die Option, im Shadowkeep weiterzumachen. Das war ja eigentlich der ursprüngliche Plan. Von dem ich mich hab mal wieder abbringen lassen.
ich hier unten schon? Das ist die Frage. Leider ein sehr unübersichtliches Gebiet, weil es wenig, wie soll ich sagen, es gibt keine Gebäude oder sonst irgendwelche Dinge, an denen man sich orientieren kann, außer eben Bäume. Aber sich an Bäumen zu orientieren in einem Wald ist halt so mittelmäßig. Da muss man hier echt gucken. Dass wir hier die Orientierung behalten. Das sieht sogar fast aus wie der Startbereich. Aber das kann eigentlich ja nicht sein. Wenigstens sind hier mal wieder normale Gegner. Endlich normale Gegner. Aber hier war ich noch nicht. Weil die Gegner, an die hätte ich mich erinnert, hier gibt es so selten normale Gegner, dass wenn man mal welche sieht, dann merkt man sich auch tatsächlich die Stelle. Ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Gebiet halten soll. Ich finde es einerseits schön, andererseits finde ich es irgendwie unfassbar unspektakulär. Endlich normale Jäschner hier, das hier wird ja ja nicht schon. Hab ich Golden Horn Tender, okay. Oha, da unten weiß ich nicht, erstmal hoch. Immer erstmal hoch, weil runter kommt man im Zweifelsfall immer hoch, not so much. Aber wo sind wir jetzt? Hier, okay. Also wir könnten, da oben sind wieder drei, hier unten weitergehen. Und da hinten ist was mit dem Dach, aber ist das das Ding, wo ich schon war? Nee, das ist nämlich das hier und das ist meilenweit weg. Das heißt, da hinten ist was. Jetzt kommt der Nebel, aber man, na, jetzt wird es vom Nebel verschlungen. Aber man kann es in Ansätzen erkennen, da ist was mit dem Dach. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Okay, das checken wir gleich ab. Scheiß Nebel. Na. Jetzt two-shotte ich die. Eben waren es noch drei. Komisch. Wer von euch weiß, im Chat, oben bei der Buff-Leiste, da gibt es dieses rote Viereck und dieses grüne Viereck. Wer kann mir sagen, was das für Buffs sind? Leben und Ausdauer. Ach, das kommt durch den hier. Okay. Wenn ich den wegmache. Ah, okay, jetzt ist aber nur das Grüne weg. Rot ist trotzdem da. Das kommt dann durch den hier. Ja, okay, sehr cool. Bin sowieso komisch equipped. Weil das hier ist ja eigentlich eher eine Sache für das hier. Jetzt ist es aber auch wieder da. Ja, ja, das ist die Ria-Umarmung, aber das ist, glaube ich, auch ein rotes Viereck. Hier könnte man runter.
hieß sie Ria? Ich glaube Ria hieß sie, die man umarmen kann und dann den Debuff kriegt. Aber du kriegst auch ein Item, was dich bufft. Poise Buff. Kann manchmal sinnvoll sein für starke Gegner. Für Endbosse. Den Debuff kriegt man auch nur weg, wenn man das Item benutzt, das man erhält. Kleiner Fun Fact. Sterben oder Bonfire bringt nichts. Das ist ja. Mit Nebel ist es noch schlimmer, das Gebiet. Raffst du wirklich gar nichts mehr. Also, hier sich zu orientieren, ist wirklich ein Pain in the Ass. Plus, du hast nicht Pferdchen, das heißt, du bist auch noch langsam unterwegs. I don't like it. Schütti, danke für 32 Monate schon. Danke, Bro. Oh, guck mal hier, nein. Mad Craftsman. Cookbook. Haben wir doch noch was gefunden. Hefty Frenzied Flame Pot. Okay. Ist nicht so schlecht, weil wir damit einen großen Madness Pot bauen können. Und das kann tatsächlich für den ein oder anderen Gegner geil sein. Auch wenn ich jetzt nicht so viel Pötte benutze. Also hier ist es so leicht, was zu übersehen, Leute. Irgendwo runterspringen, irgendwo ein Felsspalt, wo es nochmal in eine Höhle oder irgendwas geht. Also das kann hier richtig. Also es würde mich nicht wundern, wenn das Gebiet ist, wo ich dann, wenn ich das Spiel durch habe, nochmal Videos sehe oder so im Internet, wo ich dann nochmal irgendwas, was ich verpasst habe, finde. Einfach. Ah, jetzt sehen wir schon ein bisschen mehr. Was ist das? Hey, das sieht spooky aus. Also meiner Meinung nach bislang hier das unübersichtlichste Gebiet im DLC. Wer weiß, was hier noch irgendwie versteckt ist. Und auch so viele Ebenen. Das sieht verdächtig aus da unten. Also große Flächen in Souls-Spielen sind immer gefährlich. Wir gehen erstmal oben lang. Servus Nero! Großes Gebäude auf jeden Fall, hat so ein bisschen Sekiro-Vibes. Gucken wir uns das erstmal schön hier von oben an. Ich kann mir vorstellen, dass da unten irgendwas lauert. Da unten sind Gegner. Was bewacht ihr? Hä? Was bewacht ihr? Übers Dach da oben und dann nach oben? Möglich. Durch den Haupteingang gehen?
erstmal hier safe irgendwo runterkommen. Aber ich glaube, das hier würde ich überleben, oder? Easy. So, jetzt gehen wir nochmal auf den großen Platz und gucken, was hier uns überraschen wird. Es riecht nach Falle hier. Was sind das für Dudes? Hä? Ach, wie krass, guck mal. Das sind Körper oder was vom Körper übrig ist, ohne Köpfe und stattdessen so Leuchtstäbe in den Köpfen. Wie so ein Wahn. Wie krass ist das denn bitte? Wie so eine Warnung. Guckt euch das an. Das ist mal wieder FromSoft, ey. Das ist, als ob die goldene Penisse im Hals hätten. Ah, vielleicht ist es auch nur meine Assoziation. Okay, keine Interaktionsmöglichkeit auf jeden Fall. Aber sehr geil. Das macht einem richtig ungutes Gefühl. Stellt euch vor, ihr kommt in einem Wald zu so einem Haus. Und dann ist hier sowas davor. Da würde man doch sagen, alles klar, wir drehen um. Ist vielleicht doch nicht das beste Reiseziel. Ab nach Dänemark. Freue ich mich? Ich habe die Frage nicht ganz gelesen. Bitte nochmal, ich sehe nur, freust du dich? Worauf? Gehen wir rein oder gehen wir erstmal außen rum? Ich gehe gerne erstmal außen rum, um ein Gefühl zu kriegen. Hier kann man schon wieder hoch. Eventuell kannst du von oben dann auch auf eines der Dächer. Frenzy-Eule. Geister-Eule. Why? Was ist mit ihr? Slumbering Egg. Also von hier kommen wir nicht hoch, auf jeden Fall. Aber hier rein? FromSoft will nicht, dass ich da lang hüpfe, okay. Sieht fast aus wie aus einem anderen Spiel, wenn ich ehrlich bin. Was ist hier? Swollen Grape. Hinweis darauf, dass uns hier Frenzy erwartet.
Mitras Mans. Alter, sieht das geil aus. I welcome you, O uninvited guest, but must I warn, as you venture in, heed the words of our great master Midir. Midir, approach not the madness. Mitra. Mitra. Wir haben einen Dungeon, Leute. Sieht geil aus. So eine zerfallene Bibliothek oder so, ne? Was? Gottchen. Ich dachte schon, ich hab's hier mit Gegnern zu tun. Ist das ein Topf-Guy? Maul. Hey, Junge. Was glaubst du, mit wem du hier kämpfst? Keine Topfgeist allerdings. Torn Diary Page. A discarded page. Ripped from a diary. Bearing a passage written in a tremulous hand. I touched him, but only once. When he thrust his staff in my face, I brushed it aside. It was then that I touched him. The aging untouchable. Was lungert ihr denn hier rum, ey? Nilsov! Hä? Der raidet um 15 Uhr? Seit wann ist er denn wach? Nilsov, danke für den Raid! Raid! Hier gibt's Elden Ring. Oh, guck mal, da ist ein Item. Ich bin gerade in Mitras Mans. Einem Spukschloss, wie es aussieht. Oh, Swarm Great, na toll. Aha, da oben. Okay. Hello, danke für den Raid, Nils. Ich dachte, du bist schon im Urlaub. Was ist denn das da oben? Da fleucht es an der Decke. Okay. Wir gehen weiter. Nope. Das ist echt komisch da oben, ne? Ich hab dauernd Schiss, dass irgendwas runterfällt. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie nach oben. So, Leute. Was ist hier los? Huch. Feuer, Tischfeuerwerk. Von wem kam das? Aha. Hä? Wenn die sterben? Oder was?
Oder zaubert das da oben? Ich glaube, das zaubert jemand da oben, oder? Ich glaube, da ist irgendwas über mir. Da oben der Typ ist das, ja. Okay, alles klar. Das ist natürlich nervig. Aber gibt mir die Möglichkeit, Kaffee zu trinken. Würde ich sagen, dass das DLC besser ist als das Main Game? Ja, ist immer schwer zu sagen, aber ich finde, der DLC wirkt schon sehr rund. Also, da haben sie sich auf jeden Fall viel Gedanken gemacht. Aber was richtig geil ist, ich habe das irgendwo gelesen, hat einer gesagt, wenn man jetzt erst anfängt, Elden Ring zu spielen, also wenn man das Main Game quasi nie gespielt hat, und dann sozusagen Elden Ring Main Game plus DLC vor sich hat und das sozusagen eine ganze Welt ist, dann spielst du das beste Spiel aller Zeiten. Überleg dir mal, was du für eine Riesenwelt zu erforschen hast. Das ist einfach komplett crazy. Ah, ihr wolltet mich hier reinlocken. Verstehe den Trick. Es kommt ja auch immer drauf an, wie man so ein Spiel spielt. Ihr seht es ja bei mir. Ich habe jetzt bestimmt schon 50 Stunden oder mehr in dem Spiel drin. Und ich habe gerade mal 2 Remembrance-Bosse gelegt. Es kommt halt immer drauf an, will man einfach nur der Main-Story folgen oder will man die ganze Welt erforschen und sich angucken, will man die ganzen Sachen, die man findet, ausprobieren oder bleibt man bei einem Setup? Also es gibt so viele unterschiedliche Herangehensweisen, wie man dieses Spiel spielt. Will man 7 Stunden lang einen Boss üben oder summont man sich was? Es ist einfach unfassbar viele Möglichkeiten. Drei Remembrance-Bosse habe ich schon, stimmt. Habe ich 3? Relana, den Löwen und was noch? Irgendwo hat sich jetzt was getan. Hier? Das Ding? Das hat sich verschoben, oder? Ich glaube, dieses Regal hat sich verschoben. Ach, den Knight Putrescence oder wie der heißt. Aber ist, gilt der wirklich als Remembrance Boss? Also hier geht's hoch, aber bevor ich da hochgehe, muss ich noch den anderen Raum checken. Oder ist der jetzt zu? Nee. Hier. Hier ist gar nichts. Junge, dir komme ich gleich hoch. Da wirst du ein blaues Wunder erleben. Scheint nichts mehr hier zu sein. Dann können wir also entspannt nach oben gehen.
Aha. Hätte mich fast getroffen, ey. I beg you, staff. Haven't I taken enough? Are we not brethren? Common in our line? Ich hab Subs bekommen? Ich kann's nicht lesen von hier, warte. Oh! Taul! 10 Subs verschenkt! Danke, mein Lieber! Geiler Typ! Super nice! Vielen Dank, mein Lieber! Ich sehe, das Aktionsfenster, Aktivitätsfeed ist hier sehr, sehr klein. Jetzt kann ich sehen. Taul, vielen Dank, mein Lieber, für 10 verschenkte Subs. Macht was draus. Bedankt euch bei Taul, wenn ihr eins gekriegt habt. Keine Werbung mehr für euch. Ist doch geil. Ah, da ist er. Da war er. So, man kann hier bestimmt über den Kronleuchter da auf die andere Seite hüpfen. Aber man kann auch einfach außenrum gehen, oder? Surging Frenzied Flame, das ist das, was der die ganze Zeit geworfen hat. Bin mir noch nicht sicher, was wir hier für einen Gegner als am Ende haben. Madness ist nicht unbedingt mein Favorite zum Bekämpfen. Könnte hier auf das Regal hüpfen, dann da runter. Hm. Wieso haben die das hier so gebaut? Man könnte hier auf dieses Regal. Aber warum sollte man? Auf, Leute. Wenn man schon was geschenkt kriegt, kann man es ja auch mal benutzen. Gucken, was passiert. Lol. Er lässt es einfach nur fallen. Ich dachte, er wirft. Ja, noch beschissener als ich dachte. Jetzt wollte ich da so eine schöne Granate in den Raum werfen. Das ist ja super lame. Haben wir was anderes, was wir da reinwerfen können? Lass mal gucken. Ich habe Lust, da irgendwas reinzuwerfen, was da Stress macht, aber ich glaube. Obwohl, warte, doch. Wir haben doch Pötte dafür. Wisst ihr, was da gut reinpassen würde? Nee. Auf. Wir werfen da schönen Fliegenpott rein. Blutfliegen. Und gucken, was passiert. Okay, absolut nichts. Jesus Christ, war das lame. Ja, komm zu mir. Lol. Okay. Jedes Mal, wenn ich was versuche, wird's lame.
Aber das ist nicht ungefährlich mit den Dingern da drinnen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wie wir es machen. Jetzt muss ich nur das Richtige zünden, sonst wird es bitter. Ich wusste es mit bitter. Das ist, wenn man mit einer ungeübten Waffe hantiert. Verdammte Ratten, ich hasse Ratten. Das wollte ich machen. Das wäre so schön gewesen. Mann, wie unnötig, ey. Und der kommt auch wieder. Na toll. Nicht gestaggert. Jetzt. Es ist unnormal, wie viel Stagger Damage im DLC die ganzen Gegner aushalten. Unnormal, sag ich euch. Na toll. Hä, wieso lebt er noch? Oh, ist ja gut jetzt. So, machen wir das jetzt nochmal? Oder machen wir es vernünftig? Oh, da ist so eine fette! Nein! Okay, jetzt fuckt's mich ab. Das nervt mich jetzt. The fuck? The fuck? Ich wollte es mit Style machen. Jetzt mache ich es nicht mit Style. Ja, scheißegal.
Alter, ist das gefährlich, der Raum. Lebt noch. Das ist ein nicht zu unterschätzender Raum hier, Leute. Tschüss. Lol. Trottelratten, ey. Ich hasse Ratten. Mad Craftsman's Cookbook 3. Surging Frenzied Flame. Okay. I get it. Ist hier sonst noch was? Bloß nicht runterfallen. Ich will nie wieder in diesen Raum rein, deshalb gucke ich mir jetzt alles lieber fünfmal hier an, damit ich dann für den Rest meines Lebens einen Haken an diesen Raum machen kann. Oh, den kennt man aus dem... Den kenne ich aus dem Teaser. Aus dem Trailer. Der hat ein Schwert oben im Kopf, ne? Okay, I see, I see. Phantom Orbi, vielen Dank für dein Sub. Den kennen wir. Könnte man vielleicht sogar mit Waterfall Dance abkürzen. Was meint ihr? Meint ihr, das geht? Sollen wir es mal probieren? Wir haben ja ein Bonfire da oben. Wir könnten relativ easy versuchen, das halbe Level zu skippen. Lol. Okay. Ich dachte... Ich hätte vergessen, man kann den ja gar nicht im Sprung zünden. Wow, Ede. Jesus Christ. So, jetzt nochmal versuchen. Ich glaube, das klappt nicht, aber wir versuchen es. Oh, aber fast! Aber fast! Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht geht. Ein bisschen höher wären. Von hier vielleicht. Jesus Christ. Man
Man könnte auch einfach normal hinlaufen. Das ist richtig. Danke für diesen Hinweis, Diablo Gebi. Da wäre ich nie drauf gekommen. Wie dumm von mir, dass ich versuche, Spaß zu haben mit Videospielen. Mein Fehler. Wer macht sowas schon? Einfach mal rumexperimentieren in Spielen. Richtig dumm von mir. Okay, es geht nicht. Es geht nicht. Aber Versuch macht klug. Können wir hier runter? Aha. Können hier wieder... Achso, das ist hinter der verschlossenen Tür. Können aber auch erstmal oben bleiben. Denn hier kann man auch lang. Wie geil ist bitte dieser Dungeon hier? Ich feiere den voll. Precious item ahead. Wir mockshackeln. Boah, das war knapp. Juiuiuiui. Golden Haunted. Irgendwas höre ich. Da unten. Schaffen wir den Sprung darüber? Und wenn ja, warum? Warum sollten wir diesen Sprung wollen? Wir kommen da nicht weiter hoch. Eventuell aber um das Item zu kriegen. Ich glaube, dieser Sprung hier ist schwer. Aber mit Anlauf könnte es klappen. Die Sprungphysik ist ja ein bisschen merkwürdig in FromSoft spielen, beziehungsweise in Elden Ring. Da merkt man, dass man... die können noch nicht so lange springen. Springen ist echt was, was FromSoft spät entdeckt hat. Nein, jetzt falle ich runter. Ah, ich nehme ihn noch mit. Und ich hab's Item nicht eingesammelt, ey. Dumm. Egal. Swollen Grape, was will ich denn damit, ey? Okay, jetzt gehen wir da nochmal hin.
Lame. Also lame. Ich höre noch Steps. Ah, da. Okay. Sowas gab es ja irgendwie gar nicht so oft in Elden Ring, oder? Wenn ich an Dark Souls denke, nee, welcher Teil war das? Dark Souls 3 Anor Londo? Mit dem rotierenden... War das Dark Souls 1? Das war Dark Souls 1, oder? Mit dem rotierenden Staircase? Sowas finde ich immer geil, wenn so die Level-Architektur sich durch so einen Schalter irgendwie... verändert. Was ist? Ach, guck mal, diese Dinger, die aussehen wie eine Zwiebel, hat doch der Boss vor diesem Gebiet gesummoned, wenn ich mich recht entsinne. Schießen den. Klar. Oh. Jetzt schießt er uns. Muss den Winkel verbessern. Nicht runter! Oh, Jesus. Hä? Du ballert! Peter Hyperla! Kommt der denn jetzt her? Oha! Weil sich hier ein Raum aufgemacht hat. Mit dem wir auch nach oben kommen. Das ist ja nice. Naja gut, aber da kommen wir nur... Da bringen wir jetzt nicht weiter, Leute. Ruckel, ruckel. Ruckel. Eines Tages werden wir mal in ein richtig geiles, stabiles FromSoft-Game kommen. So richtig nice 60 stabile Frames in jeder Situation, egal was auf dem Bildschirm passiert. Wie geil wär's? Nanayas Torch. Ein Schild. Causes madness build up. A torch might by attaching a dying flame of frenzy to a small spinal column in a distant land in an arm. Was born a man. Who failed to become the Lord of Frenzied Flame. Ich bin der Lord of Frenzied Flame. All that remains of him is cradled gently by Nanaya. Unique skill. Feeble Lord's Frenzied Flame. Hold torch out in front and spit out Frenzied Flame. Afflicts those
caught in its area of effect with madness along with the user themselves. The skill will continue for as long as the button is held down. Okay, das werden wir nur brauchen, wenn wir ein Frenzy-Build spielen, was wir zurzeit nicht tun. Weshalb das wurscht ist erstmal. Ein Item, das uns so nicht weiterbringt. Ja, Dick! Ich frag mich, ob man hier irgendwas noch abschießen kann. Well, well. Oh, er lebt noch, geil. Unnötig Damage genommen. Ich komme in dein Labor und mach alles kaputt, Alter. Nieder mit der Wissenschaft. Oh nein, die Forschungsergebnisse von 700.000 Jahren kaputt gemacht. Niemals räume ich hier auf. Ich mache noch mehr kaputt. Verdammten Reagenzgläser hier. Schon kaputt gemacht. Tschüss. Bonnie Bonfire. Kick ladder, nice. Revert spirit earth. Wer nicht aufräumt, darf nicht raus zum Spielen. Wenn du mit ins Freibad willst. Jesus Christ. Bossy, Bossy. Okay, komm. The depths of your foolishness. Lol. Der ist aber ungefährlich. Sollen wir den wirklich hauen? Fühle ich mich schlecht. Bruder. Okay, du mieses Schwein. Das ist ja nicht zu fassen. So ein unverschämter Bengel. So, first try.
Zählt als First Try, Leute. Ach, guck mal, der hat auch so einen Stängel im Kopf, wie die vor dem Haus. Enough. I have endured more than enough. Das kennen wir doch aus dem Trailer, oder? Boah, das ist so mies, ey. I ask you forgive me, dearest Nanaya. Nanaya, von der haben wir dieses Ding gekriegt. Oh, ist das eklig. Mydra. Wow. Aber den kann man parryen, glaube ich. Oh, Jesus, trifft doch. Jesus fucking Christ, ey. Okay. Den können wir parryen. Wir gehen auf Parry. Ich habe ein gutes Parry-Gefühl bei dem. Und... Nee. Hä? So. Wir gehen auf Parry und auf Stagger. Außerdem gehen wir auf... Enhance Critical Hits. Schauen wir mal, ob Parry das Richtige ist. Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, aber ich will es mal ausprobieren. Der hat sehr langsame Angriffe gehabt, zumindest in seiner ersten Phase. Die man vielleicht parryen kann. Muss man gegen den Glubschboy hier wieder kämpfen. Lol, er schlägt einfach über ihn. Ja, Franzi ist Dreck. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist auch komplett random ist. Hey, da ist er. Oh, ich muss den ja, stimmt, ich muss den ja mehrmals parryen, weil er ein Boss ist. Ja, ja, okay. Scheiß Frenzy, Kacke, ey. Einmal hatte ich ihn geparried. Einmal hatte ich ihn, aber ich habe vergessen, dass man Bosse mehrmals parryen muss. War das ein bisschen ungeschickt. Das ist natürlich ein bisschen nervig hier. Oh, das ist natürlich komplett unnötig. Jesus Christ.
zwei Flas an der Pflaume verloren, ey. Ja, zu langsam. Mann! Scheiß Reichweite hat der. Warum habe ich auch so viele Waffen equipped, die überhaupt nichts bringen? Muss ich da durchwechseln? Jetzt. Ja, eigentlich muss ich die auch später zünden. Man nicht. Mann, ey, wieso nehme ich so viel Damage? Ich muss. So viel Damage kriege ich, ey. Ah, jetzt zaubert er, das sah aus. Wieso kann ich die Scheiße nicht parryen, Alter? Okay, er retaliated direkt mit Frenzy. Zu langsam. Zu langsam. Oh, okay, Bodenscheiß. Zu langsam. Da ist er. Weiß nicht, ob sich das lohnt. 5000 Damage, bisschen Lash. Nee. Das ist mir zu wenig Damage, muss ich sagen. Dafür ist es zu schwer. Probieren wir was anderes. Das ist mit. Ich glaube, das, was ich mit einem Parry an Damage kriege, kriege ich auch anders hin. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können bonken, wir können Blasphemous Blade machen. Die Auswahl ist groß. Ich weiß natürlich nicht, was er für Schwächen hat. Knight Rider ist immer eine Möglichkeit. Ich mach mal Knight Rider. Aber dann ändern wir den Talisman in... Charge Attacks. The depths of K.
Okay, aber ihr seht hier schon 11.000 Damage gemacht in 3 Sekunden. Da muss ich mich nicht mit Parry rumkloppen. Das war natürlich jetzt komplett offensiv, war natürlich Quatsch. Aber jetzt weiß ich, dass ich damit Damage mache. Wenn wir dann noch buffen, könnte das was werden. Müssen eventuell gleich noch ein bisschen an der Defense schrauben. Ziemliche Glass Cannon gerade. Schon Madness? Wieso denn? Hä? Wieso war ich denn so schnell? Wieso war ich denn jetzt so schnell gemadnessest? Ich genau reingelatscht bin, ne? Was war Madness? Fokus? Ja. Oh, noch besser, Briar. Ne, Fokus suchen wir ja nicht, Robustness. Okay, Fokus. Wir suchen uns eine Rüstung, die schön Fokus hat. Da war was mit 50. Ronin's Armor. Ja, was Schwereres mit guter Fokus. Da war was. Nee. Da, 99. Armor of Solitude. Aber wieso ist die so schwer? 99 Fokus. Nehmen wir. Den passenden Helm dazu will ich auch noch. Gibt es den überhaupt? Heavy Load. Da war was. Okina Mask. I like it. Let's go! So, jetzt weichen wir erstmal der ersten Scheiße hier aus, glaube ich. Es macht mehr Sinn, als sie komplett zu tanken und dann machen wir das. Ja, macht sie zweimal, cool. Aber wir haben schon 7000 Damage gemacht. Und da ist er staggered, komm her! Steh auf! Ah, zu langsam.
Ja, okay, die Atombombe, die obligatorische. Ein bisschen zu spät. Wir haben den Stagger leider verpasst, aber schon mehr als die Hälfte. Easy peasy. Easy peasy, schneezy. Weezy. Gar kein Problem, der Dude. Sag ich euch. Auch wenn es anders aussieht. Aber so ist das. Als Wissenschaftler muss man erstmal falsifizieren, bevor man zum richtigen Ergebnis kommt. Komm schon. Mann. Okay, wenn ich zu gierig bin, dann... Ich kenne mich noch nicht so mit Madness aus. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich dann da komplett bewegungsunfähig bin. Roll doch, Junge. Da kann ich immer noch nicht die Reichweite einschätzen. Oh nein, ich hab Fatty! Ich hab Fat Row, Leute! Scheiße! Das ist natürlich dumm gelaufen. Hätte ich auch mal vorher drauf achten können. Die scheiß Keule ist so schwer. Jesus. Immer noch. Das ist eine leichte Rüstung nehmen. Bringt alles nichts.
bringt eh nicht so viel, wie ich mir erhofft habe, wenn ich ehrlich bin. Was ist das nächstbeste? 99 ist natürlich schon top. Aber viel zu schwere Rüstung. Jesus. Wo sind all die guten Rüstungen hin? Wo sind all die guten Rüstungen hin? Dafür nehmen wir noch eine Waffe mit. Was Schnelles. Die Milady ist natürlich auch insofern nicht schlecht, als dass ich mit ihr sehr weit staggern kann. Nein! Oh, Jesus. Der lebt? Jesus. Nein. Nein. Da habe ich ihm noch einen gegeben. Renn doch! Wieso rennst du, Lappen, nicht? Meine Fresse. Er ist nicht gerannt, ey. Er rennt einfach. Ich habe extra abgewählt. Oh, wie ich es hasse, wenn sowas nicht klappt, Leute. Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. The depths of your... Wieso? Geil.
guck mal, wie viel der abnimmt, Alter. Als ob der bei den Weight Watchers ist. Alter. Was? Was? Wieso holt er mich da immer aus der Luft, ey? Okay, Leute, ich muss pinkeln gehen. Ich halte es nicht aus. Okay. Sorry, Leute. Das Klo ist sehr weit weg. Also wirklich unfassbar weit weg. Da muss man richtig... Egal. Der Westflügel, der Südflügel, Bibliothek, Außenpool, Innenpool. Oh, und die Belegschaft dann immer nochmal grüßen und so. Ihr kennt das. So. Jetzt gibt's aufs Maul für mich. Ich halte den nicht für super schwer, aber ich bin auch noch nicht im Rhythmus. Das muss man fairerweise sagen. Da geht noch mehr. Warum? Ich raff es nicht. Warum der... Okay. Ja. Drecksattacke. Na, wieder erwischt. Mann, ich komme nicht zum Heilen, Alter. Dreimal ein Heilversuch. Was soll dein Text denn da, Nikola? Das kann doch kein Mensch lesen. Ach, stimmt. Ja, ach, stimmt. Keine Ahnung, was du da schreibst. Jetzt auch ein super Zeitpunkt, mir irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Richtig guter Zeitpunkt. Es ist maximal gute Laune, Eddie, gerade. Ja, dann mach mal groß jetzt. Oder sag einfach, was du willst. Kannst du heute nochmal Löwenanteil machen? Oh, Jesus Christ. Du schaffst das. Nervt dich Fabian gerade im Hintergrund? Sag ihm nochmal, er soll... Wirklich, ich werd gleich sauer. Konzentriere dich auf den Fall. Der hätte doch drüber springen müssen, ey! Alter, die Fick-Reichweite. Hier, genau so! Mann! Er staggert einfach nicht!
of your... Jesus! Of your... Geil, wieder voll reingerannt. Cool, darf ich jetzt auch mal mitspielen? Ey, wieso kann der Scheiß mich aus der Attacke holen? Alter Klaus Kinski, dann lass doch einen Sub da, anstatt dich über Werbung zu beschweren im Jahr 2024. Immer schön alles gratis haben wollen. Und wer zahlt die ganze Scheiße? Niemand. The depths of your... Depths of your food. Ja, genau, da kannst du nichts machen. Ja, da die dritte, okay. Ey, man kann sich bei dem Hurensohn wirklich nicht heilen. Liebes, wenn Leute Uff in den Chat schreiben. Uff, das ist jetzt aber zu hart. Uff, sowas habe ich aber noch nicht gehört mit meinen jungfräulichen Ohren. Uff.
Das ist zu krass. Uff. The depths of your... Uff. Alter, du kannst dich bei dem Wichser nicht heilen. Na gut. Scheiße! Ich dreh durch, jetzt macht er den Stagger nicht, ey. Beastclaw den Wichser jetzt, ey. The depths of your fool. Geht ganz gut. Ja, was willst du da machen, ey? What the fuck? Ja, geil, ey. Wieder eine neue Attacke, von der du keine Ahnung hast, dass es sie gibt. Kannst du nicht drauf reagieren, wenn du nicht weißt, dass es sie gibt. Aber die funktionieren nicht so schlecht. Die Beast Claw. Vielleicht mit... Ja, geil. Lass uns noch mehr verschwinden. The depths of your fool. Wieso? Ich raff nicht, wie man Werbeattacke ausweichen soll.
Nein! Scheiß Madness! Okay, fuck you, jetzt benutze ich Madness-Heilmittel. Dann bist du komplett Opfer. Und ich bin König. Die Handschuhe sind super gegen den. So, brauche ich die scheiß Keule nicht. Dann nehmen wir uns die geile Rüstung rein. Haben wir immer noch Quick Roll. So, ist das überhaupt die richtige? Nein, die sieht nur so ähnlich aus. Die Solitude Armor wollen wir. Wo ist sie? Hier, Botte, wo ist die scheiß Rüstung? Hier. So, und dann... Sind das Charge Attacks? Ich bin mir nicht sicher, ob das Charge Attacks sind. Das sind, glaube ich, Charge Attacks. Wir nehmen stattdessen... Chain of Attacks. So. Und dann die Scheiße raus. So, und jetzt nehme ich mir ein Heilmittel gegen Madness und dann kann er nichts mehr machen. Hier. Was willst du dann machen? Mach ich einmal zack, ist da alles, was du je aufgebaut hast, kaputt. Jetzt wird er gefistet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Scheiße nicht ausweichen, ich sag's dir. Die in ihren zweiten Phasen immer komplett neue Angriffe kriegen und du nie weißt.
Das raff ich immer nicht hier. Converts damage received into HP. Also statt Schaden kriege ich... Ey, das macht keinen Sinn. Wie kann man dieser Scheiße denn ausweichen, ey? Was? Alter, ist das ein Wichser, ey. Heil dich! Wieso heilt er sich denn nicht? Alter, was?
Warum schafft er es manchmal und manchmal nicht? Ich werde es nicht mehr verstehen in diesem Leben. Ja, geil. Sehr gut, ey. Jetzt schafft das wieder durchzukommen, ich raff's nicht. Depths of your... Of your... Ich habe so wenig Schaden mit dem Ding, ey. Mach's denn! The depths of your...
Dann macht er gar keinen Schaden. Alle meine Waffen sind scheiße gegen den. Was ist denn da los, ey? So ein Fickfuck, ey. Alles, was ich probiere, klappt hier nicht. Es soll irgendeine Waffe geben, auf die der reagiert. Gibt's doch gar nicht. Scheißdreck da. Ja, scheiß langsame Waffe halt, ne? Du kannst überhaupt nicht anbringen, die Special Attack, weil du zu langsam bist. Geile Kamerafahrt. Danke, Michael Bay. Also die Krallen bis jetzt noch mit Abstand am besten, ey. Da sind wir gerade übrigens. Fuck, das lange Katana. Was haben wir noch? Ich probiere jetzt einfach alles durch, bis ich was habe, wo ich das Gefühl... Oh ja, das könnte klappen. Bis ich das Gefühl habe... Das ist es. Die Krallen liegen momentan noch in der Pole Position. Am Ende ist es doch immer das Claymore. Sind wir doch ehrlich. Energie, der auch hat im NG Plus, ey. Du machst schon 2000 Schaden mit einem Schlag und es macht ihm an der Energieleiste gar nichts aus. Warum macht das scheiß Schwert so wenig Schaden? Jonas Käfig, willst du geblockt werden? Dann gib mir noch mehr Ratschläge, wie ich spielen soll. Mit so einer leicht sarkastischen, mit so einem leicht sarkastischen Unterton. Vielleicht solltest du mal... Gott, geht mir sowas auf den Sack, ey. Ich weiß nicht, warum ich solche Leute immer anziehe. Vielleicht einfach mal die Moves lernen, anstatt ständig die Waffe zu wechseln. Mann, halt die Fresse, ey. Wirklich. Vielleicht einfach mal die Fresse halten. Vielleicht solltest du mal lieber die Moves auswendig lernen und nicht getroffen werden, anstatt ständig irgendwas Neues zu probieren. Vielleicht wärst du dann erfolgreicher. Ich gehe wieder zurück zu Donnie.
auch nicht drüber springen über die Scheiße. Alter, was geht? Wie viele Angriffe der hat, ne? Und guck, über welche Reichweite der verfügt. Er hat sich schon verpiselt. Das sind sie dann immer, ne? In den Chat reingehen, ein bisschen einen auf arrogant und klugscheißerisch machen. Und wenn es vom Streamer dann ein bisschen Gegenwind gibt, dann... Ich gehe zu jemand anderem. So muss ich nicht mit mir reden lassen. Alter Schwede, ey. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man mal Vorschläge macht oder einen Tipp hat. Aber dieses... Es liegt manchmal einfach in der Formulierung und jeder ist lang genug im Internet, dass er genau weiß, wie man klingt, wenn man gewisse Wörter oder Reihenfolgen nutzt. Vielleicht mal die Patterns lernen, anstatt dauernd die Waffe. Das ist so ein ekelhafter, jovialer Unterton. Wieso staggert er nicht? Erst recht, wenn es von Leuten kommt, die man noch nie hier im Chat irgendwie gesehen hat. Wieder nicht. Lieben wir. Kommst nicht raus aus dieser Schadensscheiße. Du kommst einfach nicht raus. Du findest keinen Moment zum Heilen. Ja, ich habe alles schon versucht. Talisman und Wahnsinn. Das kannst du vergessen. Der macht so viel Wahnsinnsschaden. Ziemlich kurze Lunte gerade. Okay, Andi. Ich glaube, ihr seid es einfach nur nicht gewöhnt, dass Leute wie ich einfach nicht immer Mr. Nice Guy sind und euch umpimmeln, sondern ich auch sage, wenn ihr mich nervt. Sonst geh zu deinen anderen Content-Creatern, die dir den ganzen Tag erzählen, was für ein geiler Hengst du bist, auch wenn du die ganze Zeit nur Scheiße schreibst. Ganz einfach, wer nicht nett zu mir ist, zu dem bin ich auch nicht nett. Ist scheißegal. Wie läuft das hier? Hilft gerade überhaupt nicht, wieder mal im Chat zu gucken. Sollte einfach offline weiterspielen. Dann habe ich meinen Spaß. Muss ich diese ganze Zeit diese Nervkacke lesen, ey. Bin enttäuscht von Lion's Claw. Es staggert nicht so krass, wie ich gedacht habe. Bleiben wir doch bei der Kralle. Tausend Damage mit zwei Kombos. Das ist die richtige Waffe. Ich bleib jetzt bei den Krallen. Es liegt nicht am Damage-Output. Das ist guter Damage-Output. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich nicht zu
Offensivspiel nicht zu viel Damage fresse. Wenn ich nur wüsste, wie man dieser Scheiß, diesem Kometen da ausweicht. Irgendwie muss es gehen. Aber ich habe es jetzt mit Rollen und Springen versucht, mit Wegrennen irgendwie. Nicht drüber springen über die Scheiße. Und jetzt bin ich wieder hier im Damage Loop. Aus dem ich wegen dieser Drecksattacke nicht mehr rauskomme. Und da macht er 4 Schläge. Ich dachte, es sind 3, aber es sind 4 oder 5. Das war schon ganz gut. Zweite Phase, noch zu wenig Erfahrung. Okay, okay. Bald haben wir ihn. Erste Phase ist jetzt schon kein Problem mehr. Zweite Phase fehlt mir noch ein bisschen Erfahrung bei den Schlägen. Wie viel man da ausweichen muss, weil alles brennt lichterloh und so weiter. Wir haben ihn bald, wir haben ihn bald, Leute. Wir haben ihn bald. Ich spür's. So, einmal links rollen, einmal rechts rollen. Okay, ran und smash. Das war nicht gut. Ja. Ja, 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 das war nicht gut. Zu weit weg und den zweiten Schlag schon kassiert. Also, es klappt halt nur, wenn du es flawless machst. Jetzt 1, 2 und macht nur den. Wieder getroffen. Das ist so mies einfach. Du kommst nicht raus aus dem Loop. Nein. Scheiße Roll Catch. Leute, wie packe ich das? Wie kann ich diesem Komet ausweichen? Sagt's mir bitte. Das treibt mich in Wahnsinn. Ich habe es mit Rollen, mit Springen versucht. Ich raff's, es muss irgendwie gehen. Ist es wie bei Melania? Ist es der gleiche wie bei Melania? Müssen wir nach vorne raus? Auf Range? Ja, Range ist so eine Sache. Abvisieren und go. Ja, ich hab's versucht eigentlich. Okay, wir versuchen es noch weiter. Ja, zu viel Schaden genommen. Ja. Jetzt hat er aber auch die zweite Attacke anders gemacht, als er sie sonst macht.
Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Ich könnte eigentlich die Bubble nehmen, dann komme ich besser rein. Und ich glaube, wenn ich einen guten Anfang habe, dann komme ich besser rein. Ein bisschen zu gierig. Oh. Shit! Heil dich doch, Mann! Alter, wie er nicht heilt. Boah, was? Okay, das ist der Bild. Ich könnte auch einfach Mimik reinmachen und mir Zeit meines Lebens sparen. Wie wär's mal damit eigentlich? Ach, hier kann man gar keinen beschwören übrigens. Naja, siehst du, jetzt muss man die andere Attacke. Schlecht. Ah, okay. Scheiße. Scheiße. Alter, wie der einfach immer nur schlägt und schlägt und schlägt. Pass auf, ich will mal was ausprobieren. Was sind die Geile?
langsam. Aber er staggert und ich hab's verpeilt. Nein! Es ist so viel einfacher, wenn man die Aschen beschwört, Leute. Es ist so viel einfacher und ich habe noch nicht mal eine krasse Asche beschwört. Okay, komm. Das ist jetzt der Kampf, wo wir ein bisschen mit Aschen rumprobieren. Wir machen es die ganze Zeit nicht und lassen uns so viel entgehen. Was? Ich habe nicht so viele hochgelevelt, ne? Was haben wir denn hier alles? Das war jetzt Lantenna. Jantenna. Ich habe hier nicht so geile hochgelevelte. Wen habe ich denn hochgelevelt? Ja, Tisch ist einfach. Omenkiller, Black Flame. Habe ich nicht die Schildgeis? Die würde ich gerne mal sehen. Wo sind die Schildgeis? Hier. Die Schildgeis sind immer spaßig. Schildgeis sind immer geil. Kann sein, dass sie hier sofort vom Madness gekillt werden. Aber kann auch sein, dass sie den geil bullien. Bin ich mal gespannt jetzt. Huch, man kann, wieso kann ich die nicht? Oh, ich habe zu wenig Mana. Dumm. Ah, das war nicht ideal. Ich komme gar nicht ran an. Ja, das ist wahrscheinlich das Ende von dem Schildgeist. Ah, sie leben noch. Aber nicht mehr lange. Alleine, dass man mal so an den Rand kommt. Ich spiele super offensiv, ne? Ich smash einfach nur den Button. Ich scheiß auf alles. Auf Heilen, auf Ausweichen und so. Mir geht's jetzt hier nicht um Maximum Effektivität, sondern ich will einfach gucken, ob ich eine Asche finde, bei der ich das einfach durchziehen kann, die so stark ist, dass ich einfach nur L2 durchdrücken kann. Ich könnte mir vorstellen, wo habe ich denn meine Crystal Dudes? Die sind auch sehr heftig. Als Tanks. Eigentlich würde es sich fast anbieten, das ist natürlich Quatsch, dass ich dann jetzt auch auf Nahkampf gehe. Schlauer wäre es dann in so einem Fall natürlich auf jemanden zu setzen, der tankt und du dann von der Ferne irgendwie was machst, aber das ist ja jetzt eh scheiße. Wenn es mir wirklich einfach nur ums Schaffen ginge, mich ein Mimiktier oder Tische holen, dann wäre das hier relativ schnell vorbei. Insofern lasst uns ein bisschen Spaß haben. Dann geh doch.
Nein! Okay, er macht gar nichts. Die Asche. Also zumindest kein Damage. Aber er tankt gut. Oh, das hat richtig reingehauen. Nein! Oh Mann, ich verstehe aber auch nicht, dass er so gar nicht gestaggert wird, ey. Oh, Musik nervt schon wieder. Ich glaube, ich muss die gleich wieder ausstellen. Okay. Das Experiment war lame. Weil er gar keinen Schaden macht. Oh, den habe ich nicht ge... Ah, der ist so schnell tot. Die Skelettbogenschützen sind auch sehr gut. Hier habe ich nur auf plus 6. Ach, die haben schon die Hälfte weg. Einfach nicht. Ja, die machen gar keinen Damage. Ja, die Golem-Asche habe ich nicht gelevelt, deshalb. Der ist halt auch sehr langsam. Nein, was? Viele Attacken er einfach macht. Ich wünschte, man könnte dieses... Waffen vor einem Kampf irgendwie schneller machen. Ich finde das schon hart nervig jedes Mal.
gemerkt, er rennt nicht. Er rennt einfach nicht. Habt ihr das gesehen? Ich habe dreimal die Renntaste gedrückt. Macht er nicht. Okay, Kamera dreht sich einfach wild. Okay, das macht er sonst nicht. Das ist Pech. Das ist halt Pech, dass er das jetzt macht. Das macht er normalerweise nie, die Drehattacke. In der Situation. Denke ich. Oh. Mann, diese Drecksattacke, Alter. Jetzt macht er die schon auf diese Distanz. Ich bin extra nicht zu weit weggerollt, damit er die Attacke nicht macht. Dann macht sie trotzdem, ey. Noch viel zu viel FP, die Savage Claws, meiner Meinung nach. Und die Bubble ist weg, wegen einem so ein Fitzeltrefferchen. Thank you.
of your fools. Jesus. Hass ist, dass man nicht zum Heilen kommt bei dem. Uns einfach erst einmal. Also. The depths of your fool. Nein, wieder erwischt worden. Scheiße. The depths of your fool. Ich seh nix! Oh, Mann! Ich dreh langsam durch, ey. Motivation lässt nach. Leben wird hinterfragt. Nein.
it's just frustration taking me over. Of your foot. Wieso habe ich eigentlich eine scheiß Fat Roll? Mann! Ich habe doch sogar extra die Rüstung gewechselt. So ein Scheiß immer. Mann, 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 Mann. Es war so ein guter Anfang und dann habe ich gedacht, aber er hat noch gar nicht so viel Schaden genommen. Ich dachte, er geht in die Luft, habe ihn abmarkiert und dadurch war alles scheiße.
Wie finde ich Mithra? Ja, ich habe den Spaß meines Lebens. Sieht man das nicht? Hätte niemals im NG Plus in dieses scheiß DLC gehen sollen. Das geht mir schon so auf den Sack. Ich habe schon so viel Shadow Tree Fragments und trotzdem ist es so pissend schwer, ey. Ah, super. Oh, ist das schlecht. Wenn dieses Buffen nicht immer wäre. Wenn man das einmal einstellen könnte oder auf eine Taste legen, ey, es wäre so viel geiler. Ja, genau, nicht getroffen. Oh! Macht so wenig Schaden oder hat er einfach so viel Energie? Jesus. Jetzt stehe ich schon ganz nah dran, der macht die Attacke trotzdem, ey. Ey, wie man's macht. Es bringt einfach fucking alles nichts. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin ratlos, machtlos. Nichts funktioniert.
did good. Es bleibt nichts anderes übrig. Oder Mimik. Och nein, wieso kommt er denn jetzt durch? Mal kommt er durch, mal kommt er nicht durch und nimmt mir die Bubble weg. Ich verstehe es nicht. Wenn ich es wenigstens verstehen könnte. So, ich mach die Musik jetzt aus. Jetzt cheat ich. Er cheatet auch, dann kann ich auch cheaten. Ich bringe auch nicht meine Boss-Musik mit. Ultimative Souls Cheat. Bosse ohne Mucke. Boah, das kannte ich noch nicht. Also zumindest hat er das noch nicht so oft gemacht. What the fuck ist jetzt? Kamera! Ich hab gerollt. Abgewählt, danke. Nein! Das wird ganz knapp. Zwei Flasks. Komm schon! Yes! Easy. First try, hab ich doch immer gesagt. Was wollt ihr denn von mir? Gar kein Problem gewesen. Remembrance! Oh. Die Krallen sind das Beste gewesen hier. Weakness to Slash nehme ich mal an. Wie Guns N' Roses Fans.
Karib, Kostubo, bitte einmal blocken. Oh, das reicht ja fast für ein Level hier. Nee. Ah, wir poppen eine Rune. Können wir mal ein Level abmachen hier? Reicht immer noch nicht, ne? Aber das war's. Jetzt gibt's hier eine Remembrance und ansonsten nichts. Nein. Warum sollten wir jemals wieder hier zurückkehren? Wir hätten ihn vielleicht auch mit dem Putter machen können, fällt mir gerade so ein. Das hätte auch ganz gut gestaggert. Und es staggert schnell. Es gibt so viele Möglichkeiten immer. Das hier. So, jetzt ist halt die Frage, haben wir hier drin alles gemacht? Ich glaube schon. Ja, was sagst du jetzt? Nix. Gab es jetzt hier noch irgendwo eine Tür? Ich glaube nicht. Habe ich hier noch irgendwas? Oh, Fat Roll mal wieder. Ja, wegen der Rüstung. Gab es hier irgendwo? Oh, dankeschön, Naru Rumon. Schön, dass euch gestern DJ-Set gefallen hat. Mein Rating für Mitra 1 bis 10. Eine 6 würde ich geben. Es war kein unfairer Gegner. Es gab wenig Kameraprobleme. Hat mich ein bisschen an Mock erinnert, ehrlich gesagt. Lord of Blood, von der Art und Weise des Kampfes. Im Sinne von eine relativ enge Arena und ein Gegner, der quasi aus der Mitte heraus dich fast überall treffen kann. Aber hat jetzt nicht so übermäßig Spaß gemacht, muss ich sagen. Dafür waren die Attacken irgendwie zu wild. Es war nicht so Sekiro-mäßig. Also da hat mir Relana besser gefallen, muss ich sagen. Relana fand ich bislang die beste, besten Boss im DLC. Ich frage mich, ob ich jetzt hier alles hab. Aber ich glaube schon, ne? Da war diese Bücherei, da haben wir alles gemacht. Hier waren die Ratten da oben. Da war auch nichts mehr. Ja, war relativ klein. Ja, optisch war der geil, natürlich. Ich meine jetzt so vom Spaß zum Kämpfen. Ich mag halt gerne solche so Sekiro-mäßige Schwertkampf-Action, finde ich halt geiler als so Gegner, die
dauernd rumwirbeln und alles in Brand stecken. Dann wirst du Mess mal lieben, ja, denke ich mir. Aber ist so. Ich müsste eigentlich auch mal mehr mit dieser Sekiro Dings spielen. Tier. Den Blocken. Ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen Bossen ganz geil. Für mich eine 9 wegen dem Ambiente. Ja gut, vom Ambiente her, klar. Kommt halt immer drauf an, wie sehr man was ratet. Also Ambiente, der Dungeon und hier der Wald und so, das ist natürlich schon geil. Keine Frage. Der Kampf an sich hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht. Also eine 6 ist ja auch nicht schlecht, ist ja überdurchschnittlich auf jeden Fall. Moment, nee. Ich bin noch genau da lang gegangen. Kann man jetzt das Pferdchen? Nee, Pferdchen ist immer noch ängstlich. Ja. Ich finde auch tatsächlich, das ist ja auch so eine Sache, die bei Dark Souls 2 oft unterschätzt wird, ist, sind die Dungeons tatsächlich. Also diese Mühle zum Beispiel, ich habe schon wieder vergessen, wie das Gebiet heißt. Die Mühle in Dark Souls 2 finde ich immer noch einen der besten Dungeons nach Zen's Fortress. Die Musik wieder anmachen. Habt ihr übrigens gemerkt, ohne Musik war direkt Win, ne? Ist wirklich so. Ja, das sehe ich auch so. Kuckuck. Das Gebiet hier ist super schön, aber hier hätte man noch ein bisschen mehr machen können, finde ich. Hier hätte man noch ja, das Ganze mit ein bisschen mehr Leben füllen und einfach noch ein paar Sachen hier reinbauen, ein paar Dungeons. So hätte man noch ein richtig schönes Gebiet hier draus basteln. Meine Vermutung ist, dass sie keine Zeit mehr hatten, dieses Gebiet hier nochmal. Die haben sich gedacht, das sieht cool aus und es soll ja auch gruselig sein und deshalb machen wir das sozusagen so leer. So leer. aber es ist ein bisschen verschenkt, weil es ist riesengroß, es sieht cool aus, aber es ist auch ein bisschen arg langweilig. Ich wollte ja immer mal Dark Souls 2 nochmal durchspielen, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass es mir nicht mehr gefällt. Aber ich habe die 60 Frames Variante, also die Scholars of the First Sin oder wie das heißt, habe ich nie gespielt. Ich habe das damals noch mit, was war das, PlayStation 3, ne? In Ruckeloptik in der ersten Version durchgespielt. 140 Stunden, glaube ich. Und dann nie wieder angerührt, tatsächlich. Es hatte auch ein paar, Stellen, wo ich wirklich Miyazaki, gut, der hatte ja letztendlich nicht viel damit zu tun, aber wo ich echt sauer war. Sagen wir es mal so. Dark Souls 2 hat leider das Hitbox-Jank-Problem. Was ist denn das Hitbox-Jank-Problem? PvP war richtig geil bei Dark Souls 2. Ja, habe ich auch viel gespielt tatsächlich. PvP hat in Dark Souls 2 richtig Bock gemacht. Wird, glaube ich, auch immer noch gespielt tatsächlich. Es gibt hier nicht mehr was zu tun, Leute. Oder? Ich glaube, von da bin ich gekommen. Achso, und da geht's einfach nur da rein. Wir müssen auch gleich mal in den an die Tafelrundfeste. Wir wollen ja schließlich sehen, was wir da gekriegt haben.
Aber das ist hier so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an die Unterwelt bei Zelda Tears of the Kingdom. Nur da hast du wenigstens einige interessante Ressourcen zum Sammeln. Aber hier ist ja wirklich Ebbe. Leute. Schon wieder hier. Ich habe das Gefühl, hier ist nichts mehr in dem ganzen Gebiet. Gibt es irgendein Upcoming-Spiel, das dich interessiert? Ja, also auf jeden Fall Wukong. Würde ich mal reingucken, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich so mega Bock nach Elden Ring da wieder drauf habe. Hier ist es. Aber ansonsten... Kann hier nicht runterjumpen. Oder... Aber hier. So, da unten waren wir. Ich dachte, ich gucke mir das nochmal aus der Perspektive an, aber... Doch, da. Hat Eddie überhaupt schon mal ein Resi gespielt? Digga, ich habe Resi gespielt, da wo du nur noch, bist du mit der Rassel um den Weihnachtsbaum gelaufen, mein Freund. Was ist das für eine Unverschämtheit? Eines meiner ersten PlayStation-Spiele, Resident Evil. Glaubst du denn, wie jung deine Zuschauer sind? Naja, wenn jemand fragt, ob ich schon mal ein Resident Evil gespielt habe, was erwartet ihr denn, was ich darauf antworte? Ja, das wäre viel zu nett und sachlich. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier langlaufe, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich brauchte gerade mal was Entspannteres. Wir gehen jetzt gleich mal in die Tafel und Fässer. Und weil ich hier schon länger nicht mehr war. Tatsächlich. Habe ich dieses Gebiet schon ein bisschen vergessen hier. Es schadet sich kein Shadow Tree Fragment. Hätte man da noch mal ruhig mal reinstecken können in den Boss, oder? Danke für den Tipp, Demon's Souls, werde ich mal abchecken. Ist das ein... Wo gibt's das? Wo kann man das?
Nee, die Shadow Tree Fragmente findet man nicht nur in der Welt. Die kriegt man auch vom Bossen. Gestern habe ich doch irgendwie, also zumindest von Mini-Bossen oder Mittelbossen. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich eingelegt, da gab es sogar zwei Shadow Tree Fragments. Aber Nebel hätten sich schenken können. Meine guten Freunde von FromSoft. Weiß nicht, ob jemals ein Spiel besser geworden ist durch Nebel. Die sind auf jeden Fall gut versteckt, diese Shadow Tree Fragments. Es ist nicht so, dass die leicht zu finden sind, so wie die Estos Seeds. Wo bin ich denn jetzt? Ich wäre wieder am Anfang. Ach du Scheiße. Na ja, gut. Echt jetzt? Autsch. Bisschen backtracken. Ich finde, es ist okay nach einem Bossfight. Nach einem schweren Bossfight, irgendwie nach 50 Toten, einfach nochmal ein bisschen gemütlich durch die Gegend reiten, ein bisschen wieder sich sammeln, ein bisschen wieder Spaß am Spiel finden. Finde ich okay. Finde ich ist okay. Fühle ich mich jetzt nicht schlecht dabei, hier nochmal lang zu reiten, ganz ehrlich. Und mal gucken, ob man was übersehen hat beim ersten Mal. Why not? Am Anfang ist ja alles so overwhelming, dass man vielleicht was übersieht. Hier war ich zum Beispiel schon lange nicht mehr. Hier war ich ein bisschen zu früh. Das war mein erster Kampf gegen den Death Knight. Da hatte ich, glaube ich, Shadow Tree Level 1 oder 2. Das hat mich auch einige Versuche gekostet. Hier ist immer Nebel übrigens. Sehr nervig. Das Dungeon mit dem Death Knight drinne, da habe ich aber alles gemacht. Ich glaube, sonst ist hier auch gar nichts. Hier ist, glaube ich, eine Sackgasse. Ist nichts mehr, ne?
Gut, gut. Gehen wir erstmal. Gehen wir mal schauen, was wir als Belohnung gekriegt haben. Greatsword of Damnation und Mithras Flame of Frenzy. Summons Lord of Frenzy's Flames Head. Ja, werden wir natürlich nicht benutzen. Deshalb holen wir uns natürlich das Great Sword of Damnation. Ist auch Strength Dex Waffe. Golden Greatsword, Golden Cross. Let's go. Okay. Ich das Crackblade überhaupt? Oh. Die Dinger sind übrigens auch richtig feist. So. Wir machen kurz noch was. Einen Moment, Leute. Geht gleich cool weiter. Ich will euch mal was zeigen. Zwei davon. Ich müsste eigentlich zwei. Oh Gott, wie viel Schwerter ich habe. Das wäre um aussortieren, ey. Ja. Bisschen Spaß. Machen wir mal ein bisschen Spaß. Okay. Erstmal die neue Waffe. Ups. Das wollte ich nicht. Erstmal die neue Waffe checken. Oh, langsam. Was ist das denn aber für eine Art? Was ist das für eine Art? Greatsword, okay. Ich dachte, es ist ein Speer. Hmm.
Das ist alles? Wo ist denn jetzt mal hier einer, der ein paar auf die Fresse will? Weiß ja nicht, ob die Waffe so geil ist, Leute. Oh, okay. Die hauen natürlich ganz gut rein. Guck mal, hier war ich noch gar nicht. Fire Nights Cookbook findet man hier einfach. Jetzt zeige ich euch coole Waffen hier. Warte. Hier war ich noch gar nicht richtig unterwegs in dem Gebiet. Hier so, na, so ein bisschen war ich hier, aber noch nicht so richtig. Hier bin ich auf jeden Fall noch nicht runtergeklettert. In den Morth Runes. Ehrlich gesagt, das ist ein Tonnenmeister. Geben wir dem noch ein bisschen Flammenpower. Mit... Was ist es? Das hier, ne? Okay. Du mieses Schwein. Wo haben wir Feuer? Irgendwo gibt's Feuer. Magma ist es, glaube ich, nicht. Hier, raises fire attack.
Torrens, danke für dein Sub. Der will Stress. Hier ist, glaube ich, nur ein einziger Topfboy in diesem Gebiet. Zumindest habe ich nur einen entdeckt. Da ging es runter. Nee? Oh. Okay. Ich dachte, das überlebe ich, ehrlich gesagt. Wo war das denn nochmal, Leute? Hier. Moment, der war ja eben. Wie ging das nochmal? Mit Pferdchen vielleicht? Ich glaube nicht, ne? Muss einen anderen Weg geben. Ich meine, ich war schon mal an der richtigen Stelle, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Wie ging das denn? So geht's auch. Das ist aber eine Todesfalle, oder?
Golden Arcs. 22 Phase Releases. Possession. Geht's noch weiter runter? Oder war's das? Da unten höre ich doch schon wieder Gejammer. Hier ist eine Höhle. Shadow Sunflower, okay. Ja, macht Sinn. Hier ist ja auch wenig Licht hier unten. Löse dich. Du bist jetzt frei. So, und wenn meine Berechnungen stimmen, dann kommen wir jetzt hier unten in Jartown raus. Wenn meine Berechnungen stimmen. Doc, Doc! 1985 kann man vielleicht Plutonium in jeder Apotheke kaufen. Aber Marty, 1955 ist das nicht so leicht. Okay, wir klettern wieder hoch. Wo kommen wir raus? Aha. Hab ich doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Bonnie Village. Neues Gebiet hier. Okay, neues Gebiet. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter, Leute. Progress, Progress. Mal sehen, ganz schöner Hintergrund. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich pumpig war mit manchen Leuten im Chat. Das ist immer ein schlechter Zeitpunkt, wenn ich bei Bossen 30 Mal verliere, dann irgendwie zu smart shitten. Aber trotzdem alles cool. Ich hoffe, euch hatte trotzdem Spaß und wir haben Progress gemacht. Wir haben Remembrance Boss gelegt und wir machen das nächste Mal in Bonnie Village weiter. Bis zum nächsten Mal. Kuss auf die Nuss. Tschüss. Okay, Leute. 18 Uhr. Kurz mal checken, ob ich jetzt noch... Ich hätte ja schon auch Lust. Ich habe der Frau versprochen, heute mal ein bisschen Quality Time zu verbringen.
Auf der anderen Seite, Elden Ring ist ja auch Quality Time. Also für mich. Ich weiß, was da jetzt noch alles kommt. Holen Sie dazu, nee. Die will sich zu Tode langweilen. Die hat mit Videospielen leider nichts am Hut. Was heißt leider? Vielleicht auch gut so. Aber. Bestimmt ist in einem dieser Töpfe irgendwas, oder? Gibt es einen Topf, der aus der Reihe fällt? Zum Beispiel. Nee, mehrere von diesen alle lang. Oh, da gibt es auch ein paar kleinere. Hier gibt es bestimmt irgendwo einen Topf, den man abschießen kann. So. Leute, dann raiden wir jetzt mal. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Vielleicht komme ich später nochmal.